Beschlossen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 19, zweite und dritte Beratung des von Fraktionen CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer Gesetze. Hierzu gibt es einen gemeinsamen Entschließungsantrag der Fraktionen der FDP, der Linken und Bündnis 90 Grüne. Interfraktionell sind 38 Minuten vereinbart. Es gibt keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und es beginnt für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Wilfried Oellers. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für die Inklusion, und zwar insbesondere für die Teilhabe der Menschen an demokratischen Wahlen. Denn wir beschließen heute das inklusive Wahlrecht und dazu die entsprechenden anderen erforderlichen Änderungen gesetzlichen Verordnungen. Ein Gesetz, auf das viele Menschen schon warten und hoffnungsvoll warten, das wird heute beschlossen. Einige Anläufe hat es bereits gegeben, auch in der letzten Legislaturperiode stand dieses Thema schon auf der Tagesordnung, aber aufgrund der Tatsache, dass es sich da in dem großen Wahlrechtsreformgesetz befand und man da keine Einigung erzielte, konnte man da nun kein Ergebnis erzielen. Deswegen haben wir in den Koalitionsvertrag aufgenommen, dass dieses Thema separat behandelt wird, sodass wir dieses Thema auskoppeln konnten. Und daher sind wir seit Beginn der Koalition dabei, das Ansinnen zu verfolgen, das inklusive Wahlrecht einzuführen. Heute ist es soweit, dass wir die Wahlrechtsausschüsse streichen, und zwar im Bundeswahlgesetz und im Europawahlgesetz hier die entsprechenden Ziffern 2 und 3. Darüber hinaus werden entsprechende Konkretisierungen auch im Rahmen der Wahlassistenz vorgenommen, und da die entsprechenden Regelungen im Rahmen der Wahlordnung, der Wahlordnungen in der Mehrzahl gesprochen und im Strafgesetzbuch angepasst. Das dient insbesondere dazu, um mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in diesem Bereich zu erlangen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gerade dies dem Gesetzgeber ins Aufgabenbuch geschrieben, indem es in seiner Entscheidung vom 21. Februar 2019 gerade auf die Integrität des Wahlrechts und insbesondere auch auf die Tatsache, dass es korrekt und missbrauchsfrei ausgeübt wird, hingewiesen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat seinerzeit ausdrücklich erwähnt, dass diese Regelungen, diese Konkretisierungen auch im Rahmen des Strafrechts erfolgen können, und so werden diese Rechte, die Regelungen entsprechend angepasst. Mit diesen Regelungen setzen wir auch die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts um, dass die Entscheidung eines jeden Wählers auch selbstbestimmt und damit nicht fremdbestimmt erfolgen darf und damit die Wählerinnen und Wähler auch eine notwendige Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit haben müssen, um ihr Wahlrecht selbstbestimmt auszuüben. Daher ist es nur konsequent, dass das Gesetz heute in dieser Fassung erfolgt, wie wir es hier vorlegen, da dies nämlich den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Jeder, der dies nun auch kritisiert, muss sich aber auch mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass er vielleicht entsprechende Vorschläge vorlegt, die nicht der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Hier waren die Anträge der Opposition entsprechend abzulehnen in der jüngsten Vergangenheit, da nur die entsprechenden Wahlrechtsausschlüsse gestrichen wurden, aber keine flankierenden Regelungen zur Wahlassistenz vorgenommen worden sind. Ich hätte mir lieber auch gewünscht, dass dieses Gesetz schon zur Europawahl in Kraft treten kann. Das haben wir leider nicht erreicht. Aber auch hier ist es so, dass wir die entsprechenden Regelungen der Venedig-Kommission zu berücksichtigen hatten, indem nur innerhalb eines Jahres vor der Wahl eben keine Wahlrechtsänderungen mehr vorgenommen werden sollen. Das ist eine Empfehlung. Deswegen ist es aber trotzdem heute ein guter Tag, dass wir das inklusive Wahlrecht einführen, denn damit ermöglichen wir den Menschen, daran teilzunehmen, was absolut wichtig ist, am demokratischen Verfahren, und zwar in der Abgabe einer Stimme bei demokratischen und freien Wahlen. Dankeschön.
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Thomas Seitz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die alternde Gesellschaft stellt uns vor große soziale und menschliche Herausforderungen, insbesondere durch die Volkskrankheit Demenz. Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Januar auch zu sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich betont, dass ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann, wenn bei einer bestimmten Personengruppe davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit der Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen nicht in hinreichendem Maße besteht. Und das ist auch richtig so, denn nach Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Wer aber nicht in der Lage ist, für sich selbst einen Willen zu bilden, der kann nicht an der Willensbildung des Volkes teilhaben. Völlig zutreffend hat unser höchstes Gericht jedoch das Bestehen einer Vollbetreuung als maßgebliches Kriterium für den Ausschluss vom Wahlrecht verworfen. Denn zum einen prüft das Betreuungsgericht eben nicht, ob der Betroffene die Möglichkeit zur Teilnahme am genannten Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen hat. Und zum anderen hängt es oft nur vom Zufall ab, ob in einem Fall, in dem die Voraussetzungen für eine Vollbetreuung vorliegen, auch eine Anrufung des Betreuungsgerichts erfolgt. Wenn bisher das Bestehen des Wahlrechts oder der Ausschluss hiervon davon abhing, ob die Einrichtung einer Vollbetreuung zum Beispiel aufgrund einer Vorsorgevollmacht überflüssig war, dann war dies eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung. Und ein Strafgericht prüft nicht, ob der Angeklagte die Möglichkeit zur Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen hat, wenn es die Schuldunfähigkeit des Angeklagten feststellt und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnet, weshalb auch eine solche Anordnung nicht den Entzug des Wahlrechts mit sich bringen kann. Die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts sowohl zu § 13 Nummer 2 wie auch zu Nummer 3 Bundeswahlgesetz ist auch für einen juristischen Laien klar nachvollziehbar und eine Neuregelung deswegen nicht nur wegen der Bindungswirkung der ergangenen Entscheidung unabdingbar. Wir als AfD-Fraktion tragen die Gesetzesänderung deshalb mit, auch wenn man durchaus über praktikable Alternativen hätte nachdenken können. Mit der Neuregelung wird der Anwendungsbereich zulässiger Assistenz in erheblichem Umfang ausgeweitet. Es ist deshalb geboten, auch die Gefahr eines Missbrauchs zu diskutieren. Um die Dimension zu verdeutlichen, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gab Mitte 2018 die Zahl der in Deutschland lebenden Demenzkranken mit rund 1,7 Millionen Menschen an. Mit fortschreitendem Krankheitsverlauf ist bei einer großen Zahl dieser Erkrankten nicht mehr davon auszugehen, dass sie noch in der Lage sind, selbst eine bewusste Wahlentscheidung zu treffen. Die Gesamtzahl der betroffenen Menschen steigt angesichts von über 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr deutlich an. Zum Vergleich, seit der letzten EU-Wahl 2014 sind in Deutschland jedes Jahr im Durchschnitt nur etwa 1 Million Erstwähler hinzugekommen. Zum Schutz der Legitimität der in Deutschland durchgeführten Wahlen muss es deshalb eine wirksame Vorsorge geben, damit der Verdacht, in erheblichem Umfang würden Briefwahlunterlagen von nicht mehr selbst entscheidungsfähigen Menschen von Dritten nach deren eigenem Willen ausgefüllt und damit das Wahlergebnis manipuliert, erst überhaupt nicht entstehen kann. Umgekehrt dürfen weder Angehörige von betroffenen Menschen noch die Mitarbeiter entsprechender Einrichtungen einem Generalverdacht ausgesetzt werden. Beide Gruppen, egal ob beruflich tätig oder familiär, leisten tagtäglich mit großer Empathie und oftmals sogar selbstaufopfernd einen unverzichtbaren Dienst an diesen Menschen und an unserer Gesellschaft. Es ist deshalb unverzichtbar, dass mit der Neuregelung auch eine eindeutige Festlegung der Grenzen zulässiger Assistenz erfolgt, damit klar ist, wer als Hilfsperson handelt und wer einen in seinen Fähigkeiten beeinträchtigten Menschen nur schäbig für seine eigenen Interessen ausnutzt. Unverzichtbar ist es deshalb, dass der vorsätzliche Missbrauch zulässiger Wahlassistenz unter Strafe gestellt wird. Dem Entschließungsantrag von FDP, Linken und Grünen müssen wir deshalb anlehnen. Denn der von Ihnen geforderte Verzicht auf die vorgesehene Strafbarkeit würde jedenfalls dem Verdacht der Wahlmanipulation in erheblichem Umfang Tür und Tor öffnen. Wahlbetrug ist aber kein Kavaliersdelikt, meine Damen und Herren. Auch wenn einige von Ihnen es in Bezug auf die AfD gerne so hätten. D.
Der Kollege Jens Beck hat das Wort für die FDP-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute haben wir schon zweimal über 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Welcher Höhepunkt hätte es sein können, unter dem jetzt folgenden Tagesordnungspunkt das inklusive Wahlrecht so zu schaffen, dass es die Menschen mit Behinderungen ohne weitere neue stigmatisierende Dinge erreicht. Diese Sternstunde im Parlament, die möglich gewesen ist, fällt aber leider aus. Heute ist kein guter Tag für Menschen mit Behinderungen und kein guter Tag für die Menschen, die von den Wahlrechtsausschlüssen betroffen gewesen sind. Die GroKo wird heute einem Gesetzentwurf zustimmen, der in Wirklichkeit von niemandem gewollt ist. Nicht mal von Ihnen selbst. Die SPD will ihn im Grunde nicht, weil sie eigentlich schon lange für eine einfache Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse gestanden hatte, ohne die ergänzenden Regelungen. Die Union will ihn im Grunde nicht, weil sie immer noch Vorbehalte gegen das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen haben. Und das CSU-geführte Bundesinnenministerium hat sich sogar dazu verstiegen, vor dem Bundesverfassungsgericht bei der letzten Entscheidung in einer Weise vorzutragen, die Frau Kollegin Hasselmann, Frau Kollegin Rüffer waren auch dabei, vom Gericht als merkwürdig tituliert worden ist. Als Gesetzgeber aufgefordert zu werden, vom Verfassungsgericht gesetzgeberisch tätig zu werden, ist im Grundsatz kein unnormaler Vorgang, das kann vorkommen. Es erstaunt schon dann mehr, wenn man im eigenen Koalitionsvertrag geregelt hatte, dieses Ziel erreichen zu wollen. Darauf konnten Sie sich aber nicht verständigen und deswegen ist relativ unverständlich, weshalb Sie abwarten mussten, bis das Bundesverfassungsgericht Ihnen zweimal gesagt hat, dass Sie diese Dinge machen können. Das war nicht nötig. Sie hätten dem Gesetzentwurf der FDP zustimmen können. Sie hätten dem Gesetzentwurf von Grünen und Linken zustimmen können und das Ziel Ihres Koalitionsvertrages wäre friktionslos erreicht worden. Sie stimmten nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen die Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse. Und das ist hier mehrfach dokumentiert. Sie haben mit Nein gestimmt und deswegen sind Sie nicht glaubwürdig bei der Frage, dass Sie sich heute dieses auf die Fahnen schreiben wollen. Die Willenserklärung zur Abschaffung hatten Sie angebracht, aber Sie wollten und Sie wollen mit dem jetzigen Antrag immer noch die Europawahl nicht erreichen. Sie haben das gar nicht geändert. Sie wollen das ergänzen durch Assistenzregelungen, die vor unbestimmten Rechtsbegriffen strotzen und mit weiteren Strafrechtsverschärfungen, wohlwissend, dass die Verfälschung der Wahl schon vorher strafbar war. Dazu brauchen wir keine neuen Regelungen, denn das galt immer schon. Und Sie haben vorgetragen, dass das von uns beantragte einfache Abschaffen der stigmatisierenden Wahlrechtsausschlüsse in der Praxis gar nicht umsetzbar sei, in dem Brief des Bundesministeriums des Inneren an das Bundesverfassungsgericht, sich beziehend auf den bayerischen Landeswahlleiter, der vor Ort etwas ganz anderes dem Gericht mitgeteilt hat. Das war peinlich, sagt die Kollegin Rüffer, und sie hat nicht Unrecht. Und das würdigte das Gericht am Ende, indem es weitgehend antragsgemäß entschieden hat, mit der Folge, dass die Menschen, die vorher vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, jetzt doch die Europawahl erreichen können. Das ist die gute Nachricht des Tages und das ist die einzig gute Nachricht im Zusammenhang mit der Beratung dieses Gesetzentwurfs. Die Maßnahmen, die Sie nach wie vor vorsehen, um im Grunde doch wieder zu einem Minus gegenüber dem Zustand zu kommen, die Wahlrechtsausschlüsse ersatzlos abzuschaffen, stehen heute in dem Gesetz, deswegen kann man ihm nicht vorbehaltlos zustimmen und deswegen ist die Freude darüber, die wir alle teilen, dass die stigmatisierenden Wahlrechtsausschlüsse aufgehoben werden, heute begrenzt. Schade eigentlich, aber Ihre Entscheidung. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege Sören Pellmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 10 vor 12 zur Primetime. Im Deutschen Bundestag verhandeln wir ein Gesetz, was hätte eigentlich schon viel länger auf den Weg gebracht sein sollen. Es ist also fast 5 vor 12. Die Europawahl nächste Woche steht an. Ich begrüße insbesondere, dass wir auf
aufgrund unseres Gangs zum Bundesverfassungsgericht es Wählerinnen und Wählern ermöglicht haben, auch schon an der Europawahl am 26. Mai in diesem Jahr teilzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir würden heute nicht hier stehen und über diesen Gesetzentwurf in zweiter und dritter Beratung entscheiden, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht Ihnen in zwei Entscheidungen ins Stammbuch geschrieben hat, dass genau das, was bisher gesetzliche Regelung ist, verfassungswidrig ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte, nachdem wir aus Karlsruhe zurückgefahren waren, eine Begebenheit mit einem älteren Mann, 65 Jahre alt, der sich bedankt hat bei mir über seinen Betreuer, dass er erstmals in seinem Leben jetzt wählen darf. Und bei genau diesem Gedanken läuft es mir heute noch kalt den Rücken herunter, dass ein Mensch, 65 Jahre alt, das erste Mal wählen darf. Und dazu bedurfte es eines Gerichtsentscheides vom Bundesverfassungsgericht. Und die Koalitionsfraktionen waren leider nicht in der Lage, einen entsprechenden Gesetzentwurf rechtzeitig vorzulegen. Die Frage war ja, und ich hatte ja hier an dieser Stelle schon zweimal drüber gesprochen, woran hat es denn gelegen? Es gab ja einen Koalitionsvertrag mit einer klaren Aussage. Die Sozialdemokraten haben sich auf die Schulter geklopft, haben gesagt, jawohl, wir machen das, steht im Koalitionsvertrag drin. Wir waren verhandlungsreif, kurz vor Weihnachten gab es eine Einigung und dann gab es, wahrscheinlich für die meisten überraschend, also zumindest für mich, einen Wechsel in der Führung der Unionsfraktion. Und das führte dazu, dass der neue Vorsitzende sagte, nee, wir drehen das jetzt mal alles zurück und ich schaue mir das selber nochmal an. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört zur Wahrheit dazu. Herr Oellers, Sie haben ausgeführt, dass das heute ein großer Tag für Inklusion und Teilhabe sei. Da ist für mich ja zunächst mal die Frage, offensichtlich gibt es unterschiedliche Definitionen vom Begriff Inklusion und Teilhabe. Ich habe mal in meinen alten Lehrbüchern geschaut, wie denn Inklusion aus der Wissenschaft heraus definiert wird. Dort sagte Frau Vornefeld, Inklusion lässt sich nicht einfach verordnen. Sie hängt wesentlich auch von den Einstellungen, Erfahrungen und Vorurteilen ab. Es muss in den Köpfen noch viel passieren, bis wir die Andersheit von Menschen als Gleichheit erleben. Und genau, liebe Kolleginnen und Kollegen der GroKo, diese Einstellung zeigen Sie derzeit noch nicht. Und Herr Oellers, wenn ich Ihren, wie ich finde, sehr lustlosen Vortrag zu diesem Thema heute hier gerade verfolgt habe, muss ich eben feststellen, Sie wollen es eigentlich gar nicht. Und ohne Urteil des Verfassungsgerichtes würde es diese Entscheidung heute so auch nicht geben. Nein, Herr Oellers, das ist die Wahrheit. Das muss ich einfach mal gefallen lassen. Herr Oellers, wir waren ja in Karlsruhe, ich habe Sie gar nicht gesehen, aber es ist mir egal. Ich empfehle tatsächlich den Menschen draußen, die nächste Woche das erste Mal wählen gehen dürfen, gehen Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, erstmals zur Wahl und entscheiden Sie sich für genau die Parteien, die auch Ihre Interessen vertreten. Vielen Dank. Die Kollegin Britta Hasselmann hat das Wort für Bündnis 90 Grüne. Der Pellmann ist ein bisschen größer als ich. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, erstmal will ich mal eins sagen, weil hier gerade von rechter Seite über das Thema Wahlbetrug und Wahltäuschung geredet wurde und die Sorgen, die man sich darum macht, die mache ich mir auch, meine Damen und Herren. Wenn ich sehe, was in Bezug auf den Platz 10 der Europaliste der AfD gerade los ist, dann finde ich, gibt es eine Partei hier im Saal, die uns weder Belehrung über das Grundgesetz, über die Frage der Grundrechte noch über die Frage von Wahlbetrug mit uns zu reden hat. Und das sind Sie, meine Damen und Herren, von der AfD. Denn wenn man den Presseberichten folgt, dann ist doch Ihr Listenplatz 10 der Europaliste ein gewisser Herr Beck,
weder Professor noch Fachanwalt für irgendwas. Setzen Sie sich da mal mit auseinander, was auf den Wahllisten steht und was das bedeutet, sozusagen für die Wählerinnen und Wähler, die in der Kabine, denen Sie Glauben machen wollten, es handle sich hier um einen Professor oder um einen Fachanwalt. Also halten Sie sich lieber zurück mit solchen Begründungen. Meine Damen und Herren, und nun zum Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen und für Menschen, die im Maßregelvollzug sind. 80.000 Menschen werden am 26. Mai zum ersten Mal an der Europawahl teilnehmen können. Und mich freut es für jede einzelne Person, die jetzt endlich ihr Grundrecht und ihr Bürgerrecht wahrnehmen kann. Und meine Damen und Herren von CDU, CSU und SPD, ich hätte erwartet, dass Sie heute hier die Größe haben, zu sagen, es tut uns leid, dass wir das nicht rechtzeitig geregelt haben, dass wir euch so lange im Stich gelassen haben, dass wir euch hängen gelassen haben. Und wenn Grüne, FDP und Linke nicht gemeinsam vors Verfassungsgericht gezogen wären, dann hätten die Menschen am 26. Mai kein Wahlrecht. Sie haben alles unternommen, das zu verhindern. Indem Sie dort auch noch aufgetreten sind, Herr Barke, Herr Heveling, Ihren Prozessbevollmächtigten beauftragt haben, zu sagen, dass das alles nicht geht. Und die Spitze des Eisbergs, meine Damen und Herren, war der Auftritt des Bundesinnenministeriums, die Stellungnahme. Die Stellungnahme des Bundesinnenministeriums war so tendenziös, dass nur die Vorbehalte der Länder vorgetragen wurden und keine einzige Stellungnahme vorgetragen wurde von einem Bundesland, die es auch gab, die gesagt haben, ja, das ist leistbar, ja, das ist schaffbar, auch wir wollen das anpacken, dass die Menschen am 26. wählen können. Damit sollten Sie sich mal auseinandersetzen. Und Herr Oehlers, da kommen Sie heute Abend auch noch mit der Venedig-Kommission. Wissen Sie was? Darüber hat das Bundesverfassungsgericht gelacht, dass Sie eine solche Argumentation präsentiert haben. Ich bin froh, meine Damen und Herren, zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile hat es gebraucht. Am 21. Februar für das Bundeswahlgesetz, dass klar ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung in Vollbetreuung und Menschen im Maßregelvollzug wählen dürfen. Das hat nichts mit Ihnen beiden zu tun, sondern mit dem Bundesverfassungsgericht. Und das zweite Urteil ist am 15.04. erfolgt. Und zwar, weil wir zum Verfassungsgericht gegangen sind und weil das Verfassungsgericht gesagt hat, dieser Wahlrechtsausschluss ist diskriminierend und verfassungswidrig. Und dass Sie jetzt heute mit der Wahlassistenz auch noch kommen, ja, und eigentlich zu einer Rechtsverunsicherung führen, sowohl für die Betroffenen als auch für die Betreuerinnen und Betreuer. Und dass sie damit dem Ziel der UN-Konvention nicht nachkommen, darauf hat mein Kollege Beek und auch mein Kollege Pellmann schon verwiesen. Und deshalb können wir heute Ihrem Gesetzentwurf allenfalls mit Enthaltung quittieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Hasselmann. Die Kollegen Ansgar Heveling, Mahmoud Özdemir und Michael Frieser geben ihre Reden zu Protokoll, sodass der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt der Kollege Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Hasselmann, ob Sie es wollen oder nicht, heute ist ein großer Tag für Menschen mit Behinderung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf führen wir das inklusive Wahlrecht ein. Und die damit verbundene Abschaffung der Wahlrechtsausschüsse ist ein riesiger Erfolg. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vor allem ein Erfolg der Menschen mit Behinderung und ihrer Verbände, die jahrelang dafür gekämpft haben. Die Opposition hat großen Alarm geschlagen, dass wir mit unserem Gesetz die Europawahl nicht mehr erreichen. Offen gestanden, ich habe das auch bedauert. Und Frau Hasselmann, ich sage Ihnen ganz offen, es tut mir leid. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir das inklusive Wahlrecht mit unserem Gesetz bekommen und dass es für alle künftigen Wahlen gelten wird und auch für alle künftigen Europawahlen. Und wenn Sie das Nicht-Erreichen der Europawahl kritisieren und deswegen sogar das Bundesverfassungsgericht angerufen haben, so will ich dazu ausdrücklich sagen, das ist legitim. Sie sind Opposition. Und Herr Beek, Sie müssen sagen,
auch wenn das Glas zu 95% voll ist. Sie müssen sagen, Alarm, 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 es ist aber zu 5% leer. Das ist nun mal die Aufgabe der Opposition in einer parlamentarischen Demokratie. Es kann aber über eines nicht hinwegtäuschen, liebe Opposition. Sie haben mit der Abschaffung des Wahlrechtsausschusses nicht das Geringste zu tun. Es gibt drei Organisationen und Institutionen, die die Wahlrechtsausschüsse abgeschafft haben, die dafür verantwortlich sind. Das ist zum einen ganz klar das Bundesverfassungsgericht. Das ist zum anderen die Lebenshilfe, die die Klagen möglich gemacht haben. Und das ist zum dritten, in aller Bescheidenheit, die SPD. Die SPD hat zuerst die Abschaffung der Wahlrechtsausschüsse in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt und dann hat sie dafür gesorgt, dass der Auftrag mit dem jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf auch umgesetzt wird. Und nun zu ihrem famosen Entschließungsantrag. Für die von uns vorgesehene Wahlrechtsassistenz sehen Sie keine Notwendigkeit. Begründung, es habe bislang keine gravierenden Probleme gegeben. Ich frage Sie, ja geht's denn noch? Kennen Sie denn die UN-Behindertenrechtskonvention nicht? Die fordert in ihrem Artikel 29 genau das Wahlassistenzsystem, das wir jetzt einführen. Wir haben den Text der Konvention teilweise sogar wörtlich übernommen. Und wenn es dabei angebliche Unklarheiten gibt, warum in aller Welt haben Sie denn keine Sachverständigenanhörung beantragt? Ich kann Ihnen das sagen, dann hätte man die angeblich unklaren Regelungen ja vielleicht aufklären können. Aber Sie haben aus einem guten Grund keine Sachverständigenanhörung beantragt. Denn dann wäre deutlich geworden, dass Wahlassistenz natürlich dringend notwendig ist, so wie es die UN-Behindertenrechtskonvention auch fordert. Und ähnlich ist es auch mit Ihrer Kritik an unserem notwendig gewordenen Strafparagrafen. Sie haben in der Ausschussberatung die Ergänzung als Ausdruck des Misstrauens bezeichnet. Ich sag Ihnen mal was. Das gesamte Strafgesetzbuch ist ein Ausdruck des Misstrauens. Das Strafrecht gibt es nämlich, weil nicht alle Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Und ich frage Sie, wollen Sie wirklich, dass der Missbrauch von Wahlrechts- und von Wahlassistenz straffrei bleibt? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Meine Damen und Herren, ich habe es bereits eingangs gesagt, heute ist ein wichtiger Tag für Menschen mit Behinderung. Der Bundestag schafft die Wahlrechtsausschüsse ab. Es hat viele Sitzungen, Treffen und Diskussionen gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Und daher gibt es viele Väter und vor allem auch Mütter dieses wichtigen Gesetzentwurfs. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei einigen von Ihnen. Bei Staatssekretärin Kerstin Griese, da ist sie, bei dem Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel, bei unserer sozialpolitischen Sprecherin Kerstin Tag und natürlich bei Ulla Schmidt, die als Vorsitzende der Lebenshilfe unermüdliche Kämpferin dafür war. Bedanken möchte ich mich aber auch bei Herrn Heveling, der deutlich gemacht hat, dass zumindest die CDU-Rechtspolitiker zum inklusiven Wahlrecht stehen. Und, meine Damen und Herren, bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen CDU-CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer Gesetze. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10114 den Gesetzentwurf der Fraktionen CDU-CSU SPD auf Drucksache 9228 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Koalition und die AfD. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Enthaltungen? FDP, Grüne und Linke. Und eine Enthaltung bei der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die Koalition und die AfD. Dankeschön. Gegenprobe. Keine Gegenstimmen. Enthaltungen. Wieder Linke, Grüne und FDP sowie eine Enthaltung bei der AfD. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion FDP, Linke und
Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 10245. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das sind die Antragsteller FDP, Grüne und Linke. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU, SPD und AfD. Enthaltungen? Keine. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt.